Worum geht es? Seit 2. März gibt es ein Update von Microsoft und interessanterweise haben sehr viele Administratoren noch nichts davon gehört oder noch nichts installiert oder sehen das Problem als nicht so kritisch an, dass man deswegen seine Routinetätigkeit unterbrechen müsste oder die Updates erst beim nächsten Patch-Wochenende oder Patch-Monat aktiviert. Dem möchte ich entgegenstehen. Ich habe ganz kurz ein paar Punkte. Ich schien 2013, 2016 und 2019 haben eine kritische Sicherheitslücke. Der Vektor geht über einen anonymen Zugriff per HTTPS auf Ihre Exchange-Dienste. Das kann EWS sein, das kann OWASP sein, das kann ActiveSync sein. So ganz genau ist nicht klar, was es noch alles ist. De facto ist, das sind die drei, vier Security-Updates bzw. die vier Beschreibungen. Über den ersten kann ich mir ohne Anmeldedaten gültige Zugangsdaten für weitere Angriffe für meinen Exchange-Server beschaffen. Das heißt, stellen Sie sich vor, ein Angreifer von draußen, der keinerlei Zugangsdaten von Ihnen hat, nutzt eine speziell formatierte HTTP-Post-Request und bekommt danach ein Zugangsticket, mit dem er weitere Aktionen ausführen kann. Der zweite Bug ist in der UM-Rolle und erlaubt mir, beliebigen Code als System auszuführen, wenn ich Anmeldedaten habe. Ja, die Anmeldedaten habe ich mir gerade mit dem ersten Bug besorgt. Die nächsten beiden erlauben mir das freie Schreiben auf die Festplatte als System mit gültigen Anmeldedaten, die ich mir natürlich gerade kurz vorher besorgt habe. Daraus habe ich mehrere Möglichkeiten, Schaden anzurichten. Das heißt, ich könnte zum Beispiel alle Mailbox-Inhalte exportieren. Ich kann ja eine PowerShell ausführen als Exchange-System, dadurch eine ZIP-Datei mit den Inhalten machen und mir die dann per Web wieder runterladen. Ich könnte aber auch eine Webshell, also eine ASPX-Seite oder eine PHP-Seite oder irgendwas in den Verzeichnis vom Webserver kopieren und dann von draußen per HTTPS einfach auf Ihrem Exchange-Server beliebige Kommandos ausführen, wieder als Exchange Local System bzw. Exchange Trusted Subsystem. Solche Lücken, suchen Sie mal in Google nach China Chopper, die wurden erstmals 2012 entdeckt. Das ist also gar keine neue Technik, das ist leider State of the Art für verschiedene Angriffe. Und durch diese Konfiguration kann ich natürlich jetzt sagen, ich kopiere irgendein Attackierungsframework auf den Exchange-Server und rufe dann das entsprechend wieder auf. Das heißt, als Angreifer kann ich jetzt als Local System zum Beispiel beliebige Programme ausführen, die ich mir vorher auf den Server drauf kopiert habe. Das heißt, verschiedene PowerShell-Skripte, die für weitere Angriffe auf andere Server in Ihrem Netz geeignet sind oder auf Ihre Router, auf Ihre Switche. Was auch immer, auch Ihr Active Directory. Ich kann auch zum Beispiel einen Dump auf dem Exchange-Server ausführen, des Prozesses LSASS. Dort könnten im Hauptspeicher dann Credentials, Zugangsdaten, Kerberos-Tickets liegen. Wenn auf dem Server ein Domain-Admin angemeldet ist, der zufälligerweise noch seine Anmeldedaten hat, komme ich über den Weg zum Beispiel an sein Kerberos-Ticket ran. Mit den Daten kann ich dann wieder weitergehen. Die Schadmöglichkeiten sind also sehr umfangreich. Von der Zeitlinie, der Fehler wurde oder einer dieser Fehler wurde im Dezember 2020 von einer Institution DevCore entdeckt. Ich habe hier den Link dazu addiert, wo Sie die Timeline auch sehen. Es gibt auch ein schönes YouTube-Video, womit Sie zeigen, wie der Angriff funktioniert und dass man solche Befehle ausführen kann. Im Januar hat angeblich eine Firma Wallach City mit ihrem Produkt bei einem Kunden festgestellt, dass von Exchange sehr viele Mails exportiert und heruntergeladen worden sind, also eine Art Intrusion Detection System, womit offensichtlich geworden ist, dass diese Lücken scheinbar schon in der freien Natur auch angewendet werden. Angeblich hat dann im Februar eine Zunahme von solchen Angriffen stattgefunden, was letztlich Microsoft dazu bewogen hat, am 2. März entsprechende Updates öffentlich zu machen. Das heißt, warten ist keine Lösung. Ich sehe vier Phasen, die Sie durchlaufen sollten. Das erste, wenn Ihr Exchange-Server noch nicht gepatcht ist, machen Sie einen Lockdown. Der Begriff ist sicherlich mittlerweile negativ besetzt, aber letztlich geht es darum, dass Ihr Exchange-Server nicht mehr per HTTP erreichbar ist, speziell durch Angreifer und die können durchaus auch intern stehen. Aber hinzu gehört auch, Sie wissen ja nicht, ob Ihr Exchange-Server schon kompromittiert ist, dass der Exchange-Server selbst nicht mehr ins Internet raus darf. Das heißt, er darf nicht mehr raussurfen, er darf aber auch keine Verbindungen per TCP irgendwo aufbauen, denn wenn er schon kompromittiert ist, dann haben Sie vermutlich eine Webshell auf Ihrem Exchange-Server, über die ein Angreifer aktiv auf Ihrem Exchange-Server weiterarbeiten kann. Und es geht darum, diese Verbindung zu unterbrechen. Das heißt, IIS-Dienste beenden, Firewall zumachen, gucken, welche Verbindungen vielleicht bestehen. Nachdem der Lockdown passiert ist, können wir in die Analyse gehen. Also erstmal feststellen, haben wir uns schon entsprechend infiziert oder nicht. Abhängig davon geht es dann an die Reparatur. Müssen wir nur patchen oder müssen wir das ganze System frisch installieren oder wie weit ist der Schaden gegangen?
Und hinterher muss man sich überlegen, was ist denn vielleicht passiert, wenn ich denn infiziert geworden bin. Schauen wir uns die Punkte im Einzelnen an. Lockdown heißt wirklich Firewall-Regeln hochfahren, und zwar damit meine ich nicht die lokale Windows-Firewall, weil die kann natürlich ein Angreifer als Local System locker wieder außer Kraft setzen, beziehungsweise hat sowieso die deaktiviert, sodass sie es gar nicht groß merken. Firewall heißt die Netzwerk-Firewall davor. Eingehende Zugriffe per HTTP und HTTPS unterbinden, zumindest wenn die anonym möglich sind, was der Regelfall ist meistens. Auf dem Reverse-Proxy kann man das zumachen. Sie können auch auf dem Exchange-Server per IIS die Dienste stoppen, damit sie auch gegen interne Angriffe gewappnet sind. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil es gibt auch Schadcode, den Mitarbeiter als Attachment bekommen oder über andere Wege bekommen und den Exchange-Server von innen attackieren. Es gibt von Microsoft ein Exchange Mitigations PS1. Das Skript ist dafür gedacht, einen bestehenden Exchange-Server, auf dem Sie keine Updates schnell installieren können oder den Fix nicht installieren können, über eine Konfigurationsänderung des IIS, zum Beispiel mit URL-Rewrite, diese Angriffsmuster zu unterbinden. Das heißt, dass die Anfragen an den Webserver mit den entsprechenden formatierten URLs verworfen werden. Das ist aber natürlich keine dauerhafte Schutzfunktion, sondern das ist ein Quick-Fix, den man vielleicht mal machen kann. Nachdem der Exchange-Server geschützt ist, ist mein erster Ansatz, nicht sofort zu patchen, weil wenn er infiziert ist, ist er eh infiziert, aber man kann ihn ja vielleicht nicht mehr verwenden, sondern schnell zu analysieren. Microsoft stellt dazu zwei Skripte zur Verfügung. Das eine ist das Microsoft Emergency Response Tool, MSERT. Einfach herunterladen, sind knapp 100 Megabyte, ausführen. Er scannt Ihren Server auf Viren, Malware und die aktuelle Version erkennt mittlerweile auch diese Hafnium-Angriffe bzw. die durch Hafnium installierten Backdoors. Das zweite Skript ist ein PowerShell-Skript, was regelmäßig aktualisiert wird, deshalb liegt es auch interessanterweise auf GitHub. Dieses PowerShell-Skript durchliest Ihre IIS-Logs, Ihre ECP-Logs, Ihre OAB-Logs, das Windows-Event-Log auf Exchange Unified Messaging-Meldungen und durchsucht Ihre Festplatten, die relevanten Verzeichnisse auf ASPX-Dateien, die dort nicht hingehören. Dieses Skript sollte, wie in meinem Beispiel, sagen, er hat keine komischen Effekte gefunden. Die rote Fehlermeldung ist in Ordnung, weil er sucht ein Verzeichnis, was bei mir einfach nicht vorhanden ist. Achten Sie darauf, dass Sie dieses Skript als Administrator starten, ansonsten haben Sie ein ganz rotes Fenster, weil er ganz viele Dinge einfach gar nicht lesen kann als normaler Benutzer. Diese Erkennungsheuristiken werden nach und nach ganz sicher auch in den Third-Party-Malware-Scannern auftauchen, die quasi nach den gleichen Schadprodukten oder unerwünschte Programme suchen. Interessant dabei, ein Angriffsvektor ist wie gesagt eine Webshell, die es seit 2012 gibt. Das wirft ein komisches Licht auf diese ganze Malwarebranche, wenn man diese Lücken oder diese unerwünschten Programme, speziell auf Servern, seit 9 Jahren überhaupt noch nicht gesehen oder hat oder analysiert oder findet oder zumindest davor warnt. Wenn Sie dann sagen, dann fängt die Evaluierung an. Haben Sie einen Treffer gefunden? Wenn nein, dann können Sie patchen und sind fertig. Wenn Sie aber sagen, es gibt auf meinem Server schon Spuren, dass dort was stattgefunden hat oder es gibt eine Webshell, ja, dann wird es jetzt interessant, weil jetzt müssen Sie quasi eine Risikoabschätzung machen. Sie können natürlich sagen, ich versuche jetzt herauszufinden, was der mögliche Angreifer gemacht hat, sprich, hat er nur die Infektion gemacht, hat er aber noch keine Zeit, diese auszunutzen. Na, ist ziemlich unwahrscheinlich. Sowas kann man heute sehr gut automatisieren per Skripte. Und dann ist die Frage, wie weit ist sein Schadpotenzial gegangen? War es jemand, der nur ein paar E-Mails exportieren und herunterladen wollte, um sie dann später mit den Daten zu erpressen? Oder war es jemand, der ihren Server als Sprungserver genutzt hat, um weitere Systeme zu kompromittieren, andere Credentials abzufischen, was auch immer? Diese Entscheidung kann ich Ihnen nicht abnehmen. Die Analyse ist sehr individuell. Letztlich müssen Sie sich entscheiden, reicht mir die Reparatur durch das Microsoft-Tool, die auf dem Exchange-Server die ganzen Malware-Produkte wegschmeißt? Danach ist der Exchange-Server quasi wieder sauber. Aber Sie wissen natürlich nicht, was von diesem Server aus auf andere Systeme verteilt worden ist. Vor allen Dingen mit welchen Rechten. Oder sagen Sie, mein System ist nicht vertrauenswürdig, aber dann betrifft es nicht bloß Exchange, dann betrifft es ja Active Directory, dann betrifft es alles. Also wenn Sie die Sorge haben, dass der Angreifer zum Beispiel auf Ihrem Exchange-Server Credentials für einen Administrator oder für einen Domain-Admin sogar erwischt hat, dann muss man sich echt überlegen, ob man diesem System noch vertraut.
Es gibt natürlich Hinweise, dass man im Windows Event Log Security Log auf Anmeldungen überwacht, dass man die IIS Logs auswertet, was dort passiert ist, dass man das Exchange Management Log auswertet, um zu sehen, welche PowerShell Commandlets wurden zum Beispiel ausgeführt, wenn es sich um Exchange handelt. Man kann natürlich den Kerberos Key zweimal durchrollieren, damit es kein, die Golden Tickets, so der Angreifer denn eins hätte, nicht mehr greifen. Sie können auch von allen Benutzern und von allen Dienstkonten alle Kennwörter nochmal ändern. Es bleibt immer noch das Restrisiko, dass auf irgendeinem Server irgendwo in der Umgebung eine Malware läuft, von der Sie nichts wissen, die auch von den Virenscannern noch nicht erkannt wird, weil sie halt sehr frisch entwickelt worden ist. Es gibt leider diese Situation. Diese Entscheidung kann Ihnen niemand abnehmen. Es ist eine Risikobewertung, die Sie tun müssen. Wenn Sie sagen, unsere Risikobewertung war so, dass wir trotzdem weitermachen mit der bestehenden Installation. Oder Sie hatten keine Malware. Dann geht es ans Patchen. Wenn Sie also schon die aktuellen Versionen haben, das heißt Exchange 2013, 16, 19 mit CU hier aufgelistet, dann können Sie die März-Updates installieren und danach ist Ihr System zumindest diesbezüglich nicht mehr angreifbar. Welche Überraschungen wir in der Zukunft noch sehen, steht auf einem anderen Blatt. Ich habe hier auch die beiden KB-Artikel veröffentlicht dazu. Wenn Sie einen Exchange-Server haben, der noch nicht die beiden, noch nicht auf dem aktuellen oder vorletzten Stand des CUs ist, dann ist das von Microsoft ja im Moment nicht supported. Das heißt, dann hieß es bislang, Sie müssen erst das Update auf das aktuellste CU machen und von dort können Sie dann die Security-Updates installieren, um auf einem grünen Ziel zu landen. Mittlerweile scheinen so viele Firmen bei Microsoft angerufen zu haben und gesagt, wir können nicht auf das aktuelle CU, weil zum Beispiel der Forest Functional Level noch nicht passt oder weil andere Third-Party-Produkte noch Abhängigkeiten haben oder der Genehmigungsprozess länger dauert. Es gibt ganz viele verschiedene Gründe. Ob sie berechtigt sind, sei was anderes. Aber mittlerweile hat Microsoft für einige Exchange-Versionen, die offiziell nicht mehr supported werden, Updates bereitgestellt. Ich habe die hier mal gegenübergestellt. Das heißt, aktuelle Version ist bei Exchange 2019 CU8, bei Exchange 2016 CU19. Der grüne Balken ist, was der aktuelle Stand ist. Und die Bildnummer dahinter ist die Bildnummer, wenn das Security Update installiert ist. Offiziell supported wird auch immer noch die Vorgängerversion des CUs. Also bei Exchange 2019 ist es CU7, bei Exchange 2016 ist CU18. Auch hierfür gibt es die Updates. Die gelb markierten CUs hier, 654 für Exchange 2019, dafür gibt es mittlerweile das Security-Update. Auch für Exchange 2016 gibt es zumindest für CU 16, 15, 14 auch die Security-Updates. CU 17 ist ausgelassen worden, vielleicht waren zu wenig Kunden, die danach gefragt haben, vielleicht war es auch nicht so einfach zu patchen. Wer 17 hat, der muss natürlich auf 18 oder 19 upgraden. Diese Updates helfen auf die Schnelle. Achtung, wenn Sie dann später mal auf hier CU8 anheben oder auf CU19 anheben, dann müssen Sie trotzdem wieder das Security-Update installieren. Das heißt, das Update, was wir jetzt haben, kommt wahrscheinlich dann erst in CU9 oder CU20 als eingebautes Update mit. Also wer immer eine aktuelle Version von Exchange installiert, muss immer hinterher gucken, dass er die Security-Updates hat. Ob es installiert ist oder nicht, können Sie leider nicht mit dem Befehl Get Exchange Server abfragen und auch nicht mit Get Hotfix. Sie finden es über die Systemsteuerung Software oder den Updates oder Sie sehen im Oberverzeichnis zum Beispiel die Bildnummer der virtuellen Verzeichnisse, wo man also einen Hinweis hat, wann es installiert worden ist und welche Version drauf ist. Zum Thema Auswertung, einfach nur mal, selbst wenn Sie jetzt repariert sind und Sie waren vorher positiv, dann bleibt jetzt die Frage, was könnte der Angreifer gemacht haben? Einfach nochmal zur Erinnerung, so ein paar Geschichte. Exchange hat sehr viele Rechte, nicht allzu viele. Microsoft hat mit diesen CUs, die hier aufgelistet sind, Exchange 2019 CU1, Exchange 2016 CU12, Exchange 2013 CU22, die Default-Rechte für Exchange reduziert. Wenn Ihre Installation also noch eine ältere Version ist, also Exchange 2016 CU11 und früher, oder 2013 CU21 und früher, dann hat Ihr Exchange-Dienstkonto noch viel mehr Rechte, als es eigentlich braucht. Dann ist der das Schadpotenzial noch deutlich höher. Aber auch mit den aktuellen Versionen und den aktuellen Rechten hat diese Gruppe Exchange Trusted Subsystem einige Rechte auch in ihrem Active Directory.
Zum Beispiel, dass Exchange per Airbag bei Benutzern Mailadressen hinzufügen kann, dass sie Verteilerlisten, was de facto Windows-Gruppen sind, die Mitglieder pflegen kann. Das heißt, kontrollieren Sie mal, welche Gruppen vielleicht neue Mitglieder enthalten. Wäre blöde, wenn in der Domain-Admin-Gruppe plötzlich ein neues Mitglied auftaucht, das Sie vorher nicht hatten. Aber wenn Sie zum Beispiel eine Hochverfügbarkeitsgruppe haben, eine Exchange Database Availability Group, dann gibt es dazu ein File-Share-Witness. Und die normale Anleitung von Microsoft sagt, geben Sie bitte auf diesem Server, wo der File-Share-Witness liegt, der Gruppe Exchange Trusted Subsystem die lokalen Admin-Rechte. Es ist elegant, dass Exchange dort alle Rechte hat, sich auch bei der Einrichtung die entsprechenden Ressourcen einrichten kann. Ich habe aber auch schon Firmen gesehen, dort lag dieser File Share Witness, weil halt sonst kein Server verfügbar war, auf einem Domain-Controller. Das heißt, in so einem Fall ist Exchange Trusted Subsystem Domain-Admin, weil er ist lokaler Admin auf dem Domain-Controller. Full House, würde ich da sagen, für einen Angreifer, wo auch immer er herkommt. Aber auch auf dem Exchange-Server ist das Risiko nicht gering, habe ich ja schon gesagt. Wenn Sie sich dort als Admin lokal anmelden und geben Ihr Kennwort ein, kann natürlich ein Prozess im Hintergrund so etwas mitschneiden. Er läuft ja als Local System auf dem Server. Sie können auch Third-Party-Tools wie Mimikatz auf dem Server ausführen als Angreifer. Immer daran erinnern, ich kann als Angreifer ohne Authentifizierung diese Tools auf Ihren Exchange-Server hochladen und mit als System auch starten. Diese beiden Lücken sind einfach da. Ich kann über den Weg auch das LSA-System dumpen. Also ich habe ziemlich umfangreiche Rechte auf dem Exchange-Server. Und wenn mir das nicht reicht, kann ich diesen Server nutzen als Sprungserver, um andere Systeme zu attackieren. Dazu gibt es jede Menge Frameworks in PowerShell, die man nutzen kann, um andere Systeme zu attackieren. Und genau das macht auch der Angreifer. Er kopiert nämlich eine ASPX-Datei auf ihren Webserver, damit er aus der Ferne über diese ASPX-Datei beliebige Befehle als Local System ausrufen kann. Da gibt es sehr viele Beispiele dafür. Ich habe hier unten einen kleinen Link: Post Exploration from Microsoft Hafnium. Das ist ein YouTube-Link, wo jemand erzählt oder die Angriffsszenarien auf einem Exchange-Server mal ein bisschen analysiert, was da genau passiert. Und wie erwartet, am Schluss kommt Mimikatz zum Einsatz, um quasi ein Golden-Ticket sich zu besorgen, wenn das möglich ist. Interessanterweise waren am 8.3. die meisten diese Webshell wurde quasi von 59 Virenscannern, wurde sie nur von 5 erkannt. Das heißt, 54 Produkte haben diese ASPX-Datei, die durch den Trojaner oder durch diesen Angreifer auf dem Exchange-Server abgelegt worden ist, überhaupt nicht als Malware erkannt. Ich hoffe, das ändert sich jetzt ganz schnell. Es könnte also sein, dass in den nächsten paar Tagen der eine oder andere Exchange-Server plötzlich ein Virus findet. Spätestens das sollten Sie dann als Alarmzeichen auffassen. Jetzt gibt es so ein paar Fragen, die man mir immer stellt. Nach dem Motto, ach, mein Exchange-Server ist nur per VPN erreichbar, der ist ja sicher. Wenn Ihr Exchange-Server tatsächlich nur per VPN erreichbar ist und keinen anonymen Zugriff lässt, dann ist er tatsächlich, zumindest von außen, nicht angreifbar. Wenn Sie aber zum Beispiel Exchange-Hybrid-Mode einrichten, dann ist es erforderlich, dass Exchange Online mit Exchange On-Premises zum Beispiel per EWS kommuniziert und per Autodiscover kommuniziert und das erfolgt anonym. Also es ist keine HTTP-Authentifizierung, sondern eine OAuth-Authentifizierung. Das heißt, der Security-Token zur Authentifizierung wird in dem HTTP-Post mit übermittelt, aber für den Webserver ist es erstmal eine anonyme Authentifizierung. Gegenfrage, haben Sie einen Exchange-Server dann so veröffentlicht, dass die EWS-Dienste nur von den IP-Adressen von Microsoft erreichbar sind oder ist es vielleicht doch ein bisschen offener gehalten, was man da dann so nutzt? Und was machen Sie mit anderen Diensten, die zum Beispiel kein VPN haben? Mobilgeräte, die per ActiveSync kommunizieren, Skype for Business Clients auf PCs, die nicht im VPN drin sind, die nutzen dann EWS oder ActiveSync vorbei an ihrem VPN. Wenn Sie jetzt sagen, gut, statt VPN habe ich hier einen Reverse Proxy, einen CAMP, einen F5, einen Citrix Application Proxy, was auch immer, der alle Zugriffe von draußen nach innen authentifiziert. Habe ich schon häufig gesehen, der Geschichte dabei ist, wenn Sie tatsächlich eine richtige Präauthentifizierung machen, dann könnte das sicher sein. Aber die Realität zeigt, dass viele Firmen sagen, ja, die Präauthentifizierung mache ich, wenn ich per Browser auf OWA gehe. Aber wenn hier ein Outlook-Client per MAPI über HTTP kommt,
Da kann ich dem ja kein Formular und auch keinen zweiten Faktor anzeigen. Da lasse ich den durch. Das kann man ja im User Agent festmachen. Und das kann natürlich ein Angreifer genauso tun. Er gibt sich einfach als Outlook aus und damit umgeht er diese Authentifizierung. Das heißt, wenn es gut gemacht ist, hilft es. Häufig ist es halt nicht gut gemacht. Die dritte Geschichte, man hat eine Mobile Device Management Plattform, Mobile Iron, Afaria, was auch immer, die funktionieren so, dass die mobilen Clients sich nicht mehr mit Exchange Server verbinden, sondern mit einem Application Proxy dieser Plattform und diese Plattform prüft dann, ist dieses Gerät compliant, ist es zugelassen, kennen wir es und erst dann lässt man die Anfrage durch zum Exchange. Damit kann man ActiveSync sehr gut absichern, auch gegen externe Zugriffe, aber es ist natürlich keine Lösung, um EWS abzusichern oder MAPI HTTP. Das heißt, wenn ActiveSync die einzige Einfalltor wäre, dann wäre das eine Möglichkeit. Leider ist ActiveSync nicht der einzige Weg, über den so ein Angriff passieren kann. Und dann vergessen Sie nicht diese ganzen Möglichkeiten eines internen Angriffs. Ich gehe nicht davon aus, oder ich würde jetzt erstmal nicht jedem Mitarbeiter was Böses unterstellen. Häufig sind es quasi irgendwelche Skripte, die irgendjemand irgendwo findet, herunterlädt. Und da würde ich nicht mal einen Administrator davon ausnehmen, dass er nicht irgendein Skript, was eine Lösung verspricht, einsetzt. Und dieses Skript hat eine Payload, von der Sie nichts wissen. Es gibt zum Beispiel eine Remote Shell als Einzeiler, als PowerShell. Also stellen Sie sich vor, Sie starten eine Software auf Ihrem PC und es gelingt es Ihnen auf einem Exchange-Server, diesen Einzeiler per Code-Injection zu starten. Und dann haben Sie auf dem Exchange-Server eine PowerShell, die Sie von Ihrem Angreif-PC einfach fernsteuern können. Es ist tatsächlich so einfach. Sie können das per, das kann quasi jeder Azubi, dafür gibt es How-To-Anleitungen. Es ist tatsächlich so einfach. Also bleibt es die Frage, wie kann ich denn jetzt auswerten? Naja gut, Sie können im Prinzip versuchen, alle Daten, die Sie irgendwo haben, zusammenzuführen. Sie können natürlich sagen, vielleicht nutze ich sowas wie AppLocker in Zukunft, um solche Ablagen von nicht signierten Dateien zu verhindern. Was hindert uns als Admin zu sagen, auf dem Exchange-Server oder in Zukunft auf allen Servern müssen PowerShell-Skripte generell digital signiert sein? Würde diverse Angriffsvektoren unterbinden. Oder nutze ich irgendein Log-Management, ein Splunk, ein Elastic oder was auch immer, um alle Event-Logs aller Server zu konsolidieren und solche Verhalten zu erkennen. Der Angriff über diese Lücken zeigt sich häufig dadurch, dass im Event-Log ein Zugriff auf setOAB Virtual Directory erfolgt. Das ist eine Konfigurationsänderung in Exchange, die eigentlich nie passiert. Also man könnte sagen, das ist kein üblicher Befehl. SetMailbox, NewMailbox, NewRemoteMailbox sind übliche Befehle, die im Betrieb passieren, aber eine Konfigurationsänderung, also untypische PowerShell-Befehle, könnten Alarm generieren, wenn man das möchte. Sie können natürlich Third-Party-Produkte wie ein Azure Sentinel einsetzen. Defender ATP hat zum Beispiel schon die Erkennung für solche Malware, natürlich auch erst seit ein paar Tagen, sage ich mal. Die ein oder anderen Admins sollten einfach mal überlegen, welche Bordmittel sie haben. LAPS zum Beispiel, Local Admin Password Service, damit die lokalen Administratoren nicht alle das gleiche Kennwort haben. Das heißt, wird eine Maschine gekapert, hat der Angreifer nicht gleichzeitig zufälligerweise das Admin-Kennwort für alle Maschinen. Sie können auch ein Kerberos-Rollover machen und die Liste lässt sich endlos fortsetzen. Ich hoffe, ich habe Ihnen mal ein bisschen einen Einblick verfasst, was diese aktuelle Angriffswelle bedeutet und ich wünsche Ihnen, dass Exchange-Server noch keine Spuren hat, weil wenn er noch keine Spuren hat, dann können Sie jetzt ganz schnell sagen, patchen, 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 fertig. Glück gehabt, blaues Auge, nichts passiert. Wenn Sie bei der Analyse feststellen, dass der Exchange-Server entsprechende Web-Shells auf der Festplatte hat, dann könnte es interessant sein, sich mit jemandem zu beratschlagen, wie man vielleicht ermitteln kann, was der Angreifer gemacht hat, wie weit er in ihr Netz eingedrungen ist, an welche Daten er gekommen ist. Aber das würde den Rahmen hier sprengen. Ich hoffe, dass das bei Ihnen nicht passiert ist. Und bitte nutzen Sie die Chance, verweisen Sie auf das Video bzw. auf die MSX-FAQ, auf die Seite zu Hafnium, dass möglichst viele Administratoren darüber in Kenntnis gesetzt werden. Unser Ziel ist es, vor die Welle zu kommen. Jeder Exchange-Server, der gepatcht ist, bevor er angegriffen wurde, ist eine sichere Bank. Jeder Exchange-Server, der schon infiziert war oder ist und erst dann gepatcht wird, ist eigentlich ein Unsicherheitsrisiko und bedeutet viel mehr Arbeit, viel mehr Kosten, viel mehr Risiko. In dem Sinne, gehen Sie an den Exchange-Server, starten Sie MSERT, wenn er nichts hat, patchen,
Und damit ihr beim Patchen nicht mehr über die Schulter guckt, für diese kurze Zeit Webdienste beenden, damit er nicht angreifbar ist, bis der Patch durch ist. Vielen Dank.